Mijn zeer geehrte Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ik denk, Sie kennen mich inzwischen und wissen, dass ich immer darauf bedacht bin, sachlich zu bleiben. Ganz einfach, weil ich davon ausgehe, dass jeder hier in diesem Hohen Haus, trotz manchmal sehr unterschiedliche Meinungen oder Sichtweisen, das Ziel hat, Deutschland nach vorne zu bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute tue ich mich damit sehr schwer, sachlich zu bleiben. Weil in dieser Sache ist alles, was wir hier zu diskutieren haben, klar. Das haben wir auch schon gestern im Ausschuss festgestellt. Die drei zur Diskussion stehenden Maissorten Mohn 810, Mohn 1507 und BT11 werden in Deutschland nicht angebaut werden. Das ist eindeutig gesetzlich geklärt. Onze minister Christian Schmidt had die antragsteller aufgefordert, das deutsche Bundesgebiet von Anbau ihrer Produkte auszuschließen. Deze wens würde erfüllt oder nachgekommen und damit ist klar, Deutschland bleibt gentechnikfrei. Das dürfte sogar Ihnen seit 2015 bekannt sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, warum treffen wir uns dann hier zu so später Stunde? Als tierhaltender Landwirt habe ich überhaupt kein Problem mit dem Einsatz um diese Uhrzeit. Wenn eine Kuh kalbt, Harald, krank oder ausgebrochen ist, weiß ich, weshalb ich ran muss, obwohl ich mir da nicht sicher bin, ob ich dann was verdiene. Hier haben wir unser nicht geringer Einkommen sicher. Und trotzdem bin ich empört, dass die Abgeordneten der Grünen ihre Kollegen zu so einer späten Stunde heranzitieren, nur um politisch zu punkten. Der Bundesparteitag steht vor der Tür. Liebe. Hast du Zeit? Gut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann es leider nicht anders sehen, als wiederum einen Versuch, den Wählern Angst vor etwas Unbekannten zu machen und sich nachher als Retter der Menschheit darzustellen. Liebe Kollege Ebner, du hast in diesem Zusammenhang gestern die Begriffe irreführend und populistisch gebraucht. Eben habe ich verstanden, verschaukeln und dreist. Ich könnte diese Worte jetzt postwendend in einen anderen Kontext zurückgeben. Aber ich denke, ich sollte das besser lassen. Auch so wird mich jeder verstanden haben. Jedes Wort, was ich in dieser Sache weiter verschwende, ist nur Schade um der Zeit. Und deshalb, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Kirsten Tackmann, Fraktion Die Linke.